Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie zur zweiten Plenarsitzung in der 17. Wahlperiode des Rheinland-Pfälzischen Landtages begrüßen. Zu Schriftführern der Nannte Jacqueline Rauschkolb und der Abgeordnete Adolf Kessel. Entschuldigt fehlt die Staatsministerin Ulrike Höfgen wegen eines Trauerfalls, die Staatssekretäre Philipp Fernes und der Staatssekretär Dr. Stefan Weinberg wegen Teilnahme an der Justizministerkonferenz bzw. eines Termins in Berlin. Wir dürfen auch Gäste im Rheinland-Pfälzischen Landtag begrüßen, Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Mülheim-Kärlich der 19. Jahrgangsstufe und deutsch-französische Austauschschülerinnen und Austauschschüler aus dem Partnerland Burgund. Herzlich willkommen bei uns. Werte Kolleginnen und Kollegen, Sie haben die Tagesordnung zu dieser Plenarsitzung über unser Opal-System erhalten. Ich darf fragen, gibt es zu der Tagesordnung Änderungswünsche? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit stelle ich die Tagesordnung so fest. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, Abgabe der Regierungserklärung durch die Ministerpräsidentin. Frau Ministerpräsidentin, Sie haben das Wort. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und liebe Kolleginnen, liebe Bürger und liebe Bürgerinnen. Wann haben Sie das letzte Mal gedacht, warum gerade ich? Wann haben Sie das letzte Mal geweint? Wann haben Sie das letzte Mal gelacht? Eben vor einer Woche. Liebe Kollegen und liebe Kolleginnen, ich weiß die Antworten für mich und Sie wissen die Antworten für sich selber. In der Politik geht es aber gar nicht um uns oder um unser persönliches Wohlergehen. Die entscheidende Frage für Politiker und Politikerinnen, für uns also sind, wie geht es den Menschen in unserem Land? Wie werden Bürgerinnen und Bürger in 5, in 10, in 50 Jahren in Rheinland-Pfalz leben? Wie wachsen unsere Kinder auf? Wie geht es unseren Familien? Wie den älteren Menschen? Das ist unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern, dass die Menschen hier gut leben können, hier in Rheinland-Pfalz, jetzt und in der Zukunft, morgen und übermorgen. Die Wähler und Wählerinnen haben uns ihr Vertrauen ausgesprochen. Auf dieser Grundlage führen SPD, FDP und die Grünen Rheinland-Pfalz ins nächste Jahrzehnt. Mit all unserer Kraft, mit all unserem Mut, mit all unserem Wissen und Gewissen. Mit dieser Koalition setze ich den Regierungsauftrag der Bürger und der Bürgerinnen um, damit es den Menschen in Rheinland-Pfalz gut geht. Das ist mein Antrieb. Das ist meine Motivation. Das ist die Aufgabe dieser neuen Landesregierung. Ich freue mich sehr auf die gute Zusammenarbeit in der neuen Koalition und natürlich auf die Zusammenarbeit mit den Vertretern und Vertreterinnen der SPD, der FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Gemeinsam mit meinem Stellvertreter Volker Wissing und Ulrike Höfgen, meiner zentralen Ansprechpartnerin auf Seiten der Grünen, werden wir diese Koalition erfolgreich führen. Wir werden mit den Kollegen und Kolleginnen der Opposition anständig zusammenarbeiten. Wir werden in dieser neuen Koalition sozial gerecht, wirtschaftlich stark und ökologisch verantwortlich regieren. Für ein Rheinland-Pfalz, das auch in Zukunft gemeinsam stark und lebenswert ist. Wir sorgen dafür, dass die Menschen neue Chancen und Perspektiven haben. Wir sorgen für Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Fortschritt. Wir sorgen für Nachhaltigkeit und einen achtsamen Umgang mit der Umwelt. Wir sorgen für ein weltoffenes, tolerantes und vielfältiges Rheinland-Pfalz. Und wir sorgen für ein sozial gerechtes Land. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, die Menschen in Deutschland, und zwar alle im Alter von 14 bis 80 Jahren,
verbindet laut einer aktuellen Umfrage nicht der Wunsch nach einem Auto und nicht der Wunsch nach viel Geld, nicht der Wunsch nach einem Einfamilienhaus. Nein, die Menschen aller Altersklassen verbindet der Wunsch nach Gemeinschaft, nach Nähe, nach einem Wir-Gefühl, nach Zusammenhalt. Das, liebe Kollegen und Kolleginnen, das ist es, was ich will. Ich will, dass die Menschen zusammenhalten, dass sie gut zusammenleben, dass sie sich wohlfühlen in unserem Land. Und deshalb ist das Wichtigste für mich als Ministerpräsidentin. Die Politik dieser Regierung gilt für alle, für Junge und Alte, für Männer und Frauen, für Flüchtlinge und die, die schon immer hier waren, für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber. Wir werden für alle da sein. Wir sind für alle da. Es passt ganz gut zum Weltkindertag, dass ich von Ihnen rede. Von Mia, Emma und Ben, Faris, Luan und Luca, Anna, Jakob, Marie, Justin, Michael und Ayman. Sie alle sind knapp 6 Jahre alt. Sie alle leben hier in Rheinland-Pfalz. Keiner kann sich vorstellen, jemals woanders zu leben, aber sie sind ja auch erst 6 Jahre alt. Ihre Eltern sind Deutsche oder Syrer. Ayman hat türkische und jordanische Großeltern. Seine Mutter ist in Trier geboren, sein Vater in der Eifel. Andere sind zugezogen aus Hessen oder Aleppo, aus Russland oder Italien. Diese Kinder sind unser Land von morgen. Sie sind typisch für Rheinland-Pfalz von heute. Knapp ein Drittel aller Kinder im Land hat einen ausländischen Elternteil. Von 100 Kindern sind 49 Mädchen und 51 Jungs. Sie sprechen mehrere Sprachen, sie sind blond und dunkelhaarig, sie haben Locken oder keine Locken. Die einen lieben Fußball und die anderen lieben Bücher. Diese Kinder stehen für alle Kinder und ihre Lebensgeschichten in unserem Land. Ich will, dass für Sie alle Rheinland-Pfalz eine gute Heimat ist. Und ich will, dass wir diesen Kindern eine gute Zukunft ermöglichen. Und das geht nur mit bester Bildung, mit gleichen Bildungschancen, mit guten Kitas, Schulen und Ausbildungen. Liebe Kollegen und liebe Kolleginnen, gute, gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule, das ist unser Markenkern. Und ich bin froh darüber, dass wir in dieser neuen Koalition nicht eine Minute darüber verschwenden mussten, über die Diskussion Kita-Gebühren oder Studiengebühren. Nein, für uns ist klar, Bildung ist von der Kita bis zur Hochschule gebührenfrei. Und das bleibt so. Wir erneuern das gesellschaftliche Aufstiegsversprechen. Wir lassen keinen zurück. Deshalb treiben wir den Ausbau der Kita-Plätze voran. Wir kümmern uns auch um die Qualität unserer Kitas. Dazu nehmen wir in dieser Legislatur zunächst eine fundierte Erhebung dessen vor, was wir im Bereich der frühkindlichen Bildung bisher erreicht haben. Wir werden uns die bestehenden Finanzierungsregeln und Steuerungsinstrumente genau betrachten. Gemeinsam mit allen beteiligten Akteuren bringt die Landesregierung dann auf dieser Grundlage eine Novelle des Kindertagesstättengesetzes auf den Weg. Wir unterstützen auch die gute Arbeit der Erzieher und Erzieherinnen, auch indem wir das erfolgreiche Fortbildungsprogramm des Landes weiter verstärken. Wir setzen neue Impulse bei der musikalischen Früherziehung, indem wir die Kooperationen mit den Musikschulen und dem Landesmusikrat ausbauen. So können alle Kinder ihre Fähigkeiten entdecken und entwickeln. Und nicht nur die, deren Eltern das Geld für den Klavierlehrer haben. Unsere Kita-Kinder von eben kommen im Sommer in die Schule. Der aufregendste Tag in ihrem Leben. Der Tag, an dem aus dem Wackelzahnkind ein Schulkind wird. Den Übergang von der Kita zur Grundschule werden wir dadurch noch besser in den Blick nehmen können, dass beide Bereiche wieder in einem Ministerium zusammengeführt sind. Liebe Stefanie Hubig, es ist richtig, Kitas und Bildung zusammenzudenken. Wir haben in Rheinland-Pfalz ein durchlässiges und leistungsfähiges Schulsystem. Mit unseren lebendigen Grundschulen, den aufstiegsorientierten Realschulen plus, den leistungsstarken und profilierten Gymnasien, mit unseren integrierten Gesamtschulen und Förderschulen.
Nicht zuletzt haben wir überall im Land starke berufsbildende Schulen, die den Erhalt der dualen Ausbildung in der Fläche erst ermöglichen. Es gibt deshalb keinen Anlass für eine grundlegende Veränderung unserer exzellenten Schulstruktur. Wichtigste Grundlage im Schulbereich ist auch in Zukunft eine gute Unterrichtsversorgung. Deshalb schaffen wir zusätzlich 270 Lehrerstellen und streben eine 100-prozentige Versorgung an. Wir reduzieren befristete Verträge, indem wir den Vertretungspool auf 1000 Stellen aufstocken. Wir prüfen die Einrichtung von gemeinsamen Oberstufenzentren dort, wo die einzelnen Schulen zu klein geworden sind und die Fächerwahl dadurch eingeschränkt ist. 48 didaktische Koordinatoren an Realschulen Plus werden die Schulentwicklung begleiten und die Schulleitungen entlasten. Die Koalition hat sich auch darauf verständigt, allen Lehrkräften mit Hauptschullehramt, die an Realschulen Plus und integrierten Gesamtschulen tätig sind und einen Antrag auf Wechselprüfung in das Lehramt an Realschulen Plus stellen, nach erfolgreich abgelegter Prüfung eine zeitlich realistische Perspektive zur Beförderung zu eröffnen. Rheinland-Pfalz steht für ein modernes Schulsystem. Und das heißt für uns, die Selbstständigkeit und die Mitwirkungsmöglichkeit an Schulen zu stärken. Die Einrichtung von integrierten Gesamtschulen dort zu unterstützen, wo es vor Ort gewünscht wird und das Qualitätsniveau gesichert ist. Den Pfad der Inklusion weiterzugehen und die zentrale Bedeutung des Elternwahlrechts zu erhalten. Integrationschancen und Sprachförderung zu sichern. Es beinhaltet auch den weiteren Ausbau der Berufswahl und Studienorientierung, damit sich eben junge Menschen im Meer der Möglichkeiten nicht verlieren, damit sie gut informiert sind und entscheiden können, damit sie sich gut entwickeln. Jüngst hat die Bertelsmann Stiftung der Rheinland-Pfälzischen Ganztagsschule ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Wir stellen im Vergleich aller Flächenländer das meiste zusätzliche pädagogische Personal für gebundene Ganztagsschulen in der Sekundarstufe 1 bereit. Wir geben pro Jahr hier pro Klasse mehr als doppelt so viel aus wie das Land Hessen und deutlich mehr als Bayern. In Rheinland-Pfalz ist jetzt und in Zukunft völlig klar, wo Ganztagsschule draufsteht, da ist in Rheinland-Pfalz die Ganztagsschule eben auch drin. Das wird auch in Zukunft genauso bleiben. Endlich Sommerferien, das sagen die Kinder. Gar nicht so einfach sind diese 6 Wochen aber für berufstätige Elternpaare und Alleinerziehende. Diese Familien sind angewiesen auf Kinderferienprogramme, Jugendämter und freie Träger bieten diese vielerorts an. Damit alle Familien überall in Rheinland-Pfalz zukünftig ein solches Angebot vorfinden, werden wir eine Betreuungsgarantie einführen. Dazu erhöhen wir die Landesmittel zur Förderung dieser Angebote deutlich. Die Betreuungsgarantie ist moderne Bildungs- und Familienpolitik. So lösen wir unser Versprechen ein zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Meine sehr verehrten Abgeordneten, liebe Bürger, liebe Bürgerinnen, das eigenständige Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, lieber Konrad Wolf, verdeutlicht unseren Anspruch. Wir werden die Hochschul- und Forschungspolitik in Rheinland-Pfalz voranbringen. Schon heute wird an unseren 11 Hochschulen Herausragendes geleistet. Die rheinland-pfälzische Wissenschaft ist international sichtbar, von der Grundlagen- bis zur anwendungsorientierten Forschung. Diese Erfolgsgeschichte werden wir fortschreiben. In einem Hochschulzukunftsprogramm werden wir mit den Hochschulen Schwerpunkte und Entwicklungsziele vereinbaren und ihre Profilbildung weiter begleiten. Ein neues Hochschulzukunftsgesetz wird die Eigenständigkeit der Hochschulen stärken und sie darin unterstützen, Forschung und Lehre weiterzuentwickeln. Wir werden Investitionen in die wissenschaftliche Infrastruktur tätigen und anstreben, weitere Einrichtungen in die gemeinsame Bund-Länder-Förderung zu überführen. Mit einer Innovationsoffensive verbessern wir die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und kleinen und mittelständischen Unternehmen. Für gutes Studieren braucht es mehr als exzellente Lehre.
Die jungen Leute brauchen hervorragende Bedingungen zum Lernen und Lehren. Wir unterstützen deshalb die Studierendenwerke. Gute Wissenschaft braucht gute Arbeitsbedingungen. Rheinland-Pfalz bietet seinem wissenschaftlichen Nachwuchs planbare und verlässliche Karrierewege. Es gilt auch in Zukunft für uns, am Grundsatz weiterzuarbeiten. Dauerstellen für Daueraufgaben. Und um den Anteil der Frauen weiter zu erhöhen, werden wir die Weiterentwicklung des Landesgleichstellungsgesetzes aufgreifen und auf den Hochschulbereich anwenden. Sehr verehrte Abgeordnete, lebenslanges Lernen, das ist eine Errungenschaft der Wissensgesellschaft. Was die Volkshochschulen und die anerkannten Weiterbildungsträger leisten, auch im Bereich der Grundbildung und Alphabetisierung, ist hervorragend. Die Landesregierung wird sie durch Verbesserungen bei der Infrastruktur und der Sprachförderung unterstützen. Es gibt viele weitere wichtige Aufgaben im Bildungsbereich, wie der weitere Ausbau des Ganztagsangebots, der Schulsozialarbeit oder Schulpsychologie. Ich kann nicht auf alle Aspekte eingehen, aber ich möchte eines doch noch betonen. Wir leisten hierfür als Land auch in Zukunft Enormes. Gute Bildung für alle kann noch besser gelingen, wenn Bund, Länder und Gemeinden sich gemeinsam dauerhaft engagieren. Deshalb steht die neue Landesregierung im Bundesrat für die Aufhebung des Kooperationsverbotes im Bildungsbereich. Liebe Kollegen und liebe Kolleginnen, eine Gesellschaft ohne Kunst und Kultur, sie kann nicht leben. Die Landesregierung misst der Kultur einen hohen Stellenwert bei. Jede Region in Rheinland-Pfalz hat ihre eigene Kulturlandschaft und kulturelle Identität. Wir sind stolz auf unsere UNESCO-Weltkulturerbestätten, unsere Orchester und Theater, die vielen Kulturfestivals, die Bibliotheken und Museen und natürlich auch auf die freie Szene. Wir wollen unser kulturelles Erbe erhalten und die vielfältigen Kulturszenen fördern. Wir möchten, dass alle Menschen in diesem Land daran teilhaben können. So unterstützen wir kulturelle Angebote für alle, besonders auch im ländlichen Raum. Das Ehrenamt spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Es ist Ausdruck eigenständigen kulturellen Wirkens und bietet einem breiten Publikum Zugang zu Kunst und zu Kultur. Auch die Kommunen sind wichtige Akteure der Förderung der Kulturarbeit. Daher stärkt die Landesregierung sie auch bei dieser Aufgabe. Als Politiker und Politikerinnen müssen wir dafür sorgen, dass unsere Demokratie nicht der Nachwuchs ausgeht. Wir werden mehr Demokratie wagen. In der Schulgemeinschaft und an den Hochschulen. Hierfür schafft die neue Landesregierung die gesetzlichen Grundlagen. Politische Bildung ist ein zentraler Bestandteil unserer Bildungslandschaft. In der Schule, aber auch in der außerschulischen Jugendarbeit. Mit der Landeszentrale für politische Bildung, mit Programmen gegen Rassismus und für Toleranz, mit einer Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit. Die gute Zusammenarbeit mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften ist für mich und uns selbstverständlich. Dazu gehört auch ein lebendiger interreligiöser Dialog. Für mich, für uns ist auch in Zukunft klar, dass Menschen unterschiedlichen Glaubens ihre Religion in Kirchen, Synagogen, Moscheen und Gebetsräumen ausüben können. Das garantiert Artikel 4 unserer Verfassung. Sehr verehrte Abgeordnete, Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltige Wertschöpfung und gute Rahmenbedingungen für alle Wirtschaftsbereiche, das sind, lieber Volker Wissing, die zentralen Grundlagen unserer Politik für eine starke Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung sorgt dafür, dass unsere Unternehmen regional, national wie international erfolgreich agieren können. Herausforderungen wie die Fachkräftegewinnung, die Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, die Sicherung des Wissenstransfers im digitalen Zeitalter werden wir gemeinsam kraftvoll gestalten. Wir machen Wirtschaftspolitik natürlich für alle Branchen und Betriebsformen. Mit der Einrichtung des Mittelstandsbeirats und dem Programm Mittelstandsförderung 2020 widmen wir dem Rückgrat unserer Wirtschaft ein besonderes Augenmerk. Das Handwerk hat dabei für uns einen besonderen Stellenwert.
Rheinland-Pfalz bleibt weiterhin ein lohnender Investitionsstandort. Global Player und Hidden Champions können bei uns lokale Verankerung mit internationaler Wettbewerbsfähigkeit verknüpfen. Wir machen Politik für die Tourismuswirtschaft. Mit der zu entwickelnden Tourismusstrategie 2025 stärken wir unsere Standortvorteile, wie zum Beispiel den Wein, das Welterbe, die wunderschöne Natur und den barrierefreien Tourismus. Wir machen Politik für die Gesundheitswirtschaft und werden einen Fachdialog mit Chemie- und Pharmaunternehmen etablieren. Darüber hinaus gehört für uns die Verschränkung von Gesundheits- und Tourismuswirtschaft zu einer wirtschaftspolitisch ergiebigen Clusterbildung. Meine Landesregierung macht Politik für unsere Winzer, damit wir auch im nächsten Jahrzehnt Weinland Nummer 1 bleiben. Durch eine starke Interessensvertretung auf der Ebene des Bundes und Europas, durch die Förderung des Steil- und des Steilstlagenweinbaus, durch den Einsatz für ein vielfältiges Rebsortenspektrum und geschützte Qualitäts- und Herkunftsbezeichnungen. Wir stehen an der Seite der Landwirtschaft, auch und gerade in der jetzigen Situation mit den Unwettern, wo viele darunter leiden, aber natürlich auch im Grunde im Zusammenhang mit dem Thema Milchpreis. Rheinland-Pfalz braucht auch in Zukunft eine hochwertige Lebensmittelproduktion vor Ort. Die Landwirte bieten Arbeitsplätze, vor allem im ländlichen Raum, und sie tragen entscheidend zur Biodiversität bei. Sie können sich darauf verlassen, dass wir uns auf Bundes- und EU-Ebene für ihre Interessen einsetzen. Sie können sich auch darauf verlassen, die Landesregierung wird eine Landwirtschaftspolitik aus einem Guss machen. Nicht zuletzt sorgt die Landesregierung für gute Rahmenbedingungen der digitalen Vorreiter, auch durch eine Stärkung der Gründer, der Kreativ- und der Start-up-Szene. Innovations- und Technologiepolitik machen wir zu einem wirtschaftspolitischen Schwerpunktthema. Mit dem Innovationsimpuls Rheinland-Pfalz gehen wir die notwendigen Schritte. Dazu gehören der Aufbau eines Innovationsportals und eines landesweiten Kompetenzzentrums Smart Services. Dazu gehört die Schaffung eines Netzwerks digitaler Handel. Wir werden den Bereich Smart Factory weiter stärken und die Entwicklung des Netzwerkes Maschinenbau und Produktionstechnik voranbringen. Innovations- und Technologiepolitik dienen der Stärkung der digitalen Ökonomie und damit einer zukunftsfähigen Wirtschaftsweise. Diese Entwicklung ist für mich untrennbar mit der Frage verbunden, welche Bedingungen für Arbeit daraus resultieren, wie die Beschäftigten in diesem Geflecht aus digitalen Prozessen und automatisierten Abläufen weiterhin im Vordergrund stehen. Gemeinsam mit unseren Partnern am ovalen Tisch und weiteren wichtigen Akteuren entwickelt meine Landesregierung deshalb in dieser Legislaturperiode den Masterplan Gestaltung der Zukunft der Arbeit 4.0. Wir wollen die Digitalisierung, die den Menschen dient. Und genauso werden wir arbeiten. Es ist ein bildungspolitischer Erfolg, dass sehr viel mehr Kinder heute Abitur machen können. Aber es ist irgendwie auch ein Irrglaube, dass junge Menschen unbedingt studieren müssen, um erfolgreich und glücklich sein zu können. Viele Kinder werden mit einer beruflichen Ausbildung erfolgreicher und glücklicher als mit einem Studium. Die Landesregierung ist deshalb davon überzeugt, Rheinland-Pfalz braucht beides, nämlich Meister und Master. Und unser Land braucht auch Master mit Meister. Deshalb entwickeln wir die Angebote des dualen Studiums weiter. Machen wir die berufsbildenden Schulen demografiefest unter Einbeziehung der Experten und Expertinnen. Stärken wir die überbetrieblichen Lehrlingswerkstätten. Deshalb wird es ein Programm geben, keiner ohne Berufsausbildung, um bei der Ausbildung niemanden zurückzulassen. Und wir führen den Meisterbonus ein. Das ist auch ein klares Bekenntnis zum Handwerk. Wir machen damit deutlich, dass das Studium und die duale Ausbildung gleichwertig sind. Applaus
Gute Arbeit ist der Schlüssel für soziale Gerechtigkeit und unverzichtbar für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Gute Arbeit heißt für uns faire Arbeitsbedingungen und insbesondere gute Löhne. Aber auch die traditionell gut gelebte Sozialpartnerschaft in unserem Land gehört dazu. Als Ministerpräsidentin werde ich mit dem ovalen Tisch die Partnerschaft von Politik, Arbeitgebern und Kammern sowie Gewerkschaften und Betriebsräten weiter pflegen. Meine sehr geehrten Herren und Damen, auch in Rheinland-Pfalz gibt es Menschen, die arm oder armutsgefährdet sind. Das trifft vor allem Frauen, Alleinerziehende und kinderreiche Familien, ältere Menschen mit geringer Rente, Erwerbsgeminderte sowie Langzeitarbeitslose und junge Menschen ohne berufliche Qualifikation. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich viele Menschen Gedanken um ihre Zukunft machen, die Angst haben vor Abstieg oder vor sozialen Notlagen, will ich sehr, sehr deutlich machen. Wir wollen Menschen unterstützen, dass sie ihr Leben eigenverantwortlich in die Hand nehmen können. Gebührenfreie Bildung gibt allen Kindern gleiche Chancen und sie entlastet auch die Eltern finanziell. Wir fördern 20.000 Wohnungen, um bezahlbares Wohnen gerade für Menschen mit geringen Einkommen möglich zu machen. Wir investieren in die soziale Stadt und in die Gemeinwesenarbeit, um Stadtteile sozial integrativ und zusammen mit den dort lebenden Menschen zu entwickeln. Mit verlässlichen Rahmenbedingungen für die Schuldner- und Suchtberatung helfen wir Menschen aus der Armutsspirale. Und mit über 300 Maßnahmen und Projekten vermitteln wir Menschen wieder in Arbeit und geben ihnen auch eine zweite und eine dritte Chance. Wir setzen das Präventionsgesetz mit unseren Partnern um, um vorsorgend zu einer besseren Gesundheit zu verhelfen. Und gemeinsam werden wir auf Landesebene alles tun, liebe Sabine Betzing-Lichtentäler, um die Ursachen von Armut und Abstiegsangst zu bekämpfen. Rheinland-Pfalz ist ein inklusives Land. Wir stehen entschieden gegen jede Form von Diskriminierung, Ausgrenzung und Benachteiligung. Inklusion bedeutet auch, dass Menschen von Anfang an ein Teil der Gesellschaft, der Gemeinschaft sind. Unsere Handlungsgrundlage ist die UN-Behindertenrechtskonvention. Das Bundesteilhabegesetz wird momentan kritisch diskutiert. Es bietet jedoch auch die Chance, erhebliche Verbesserungen für Menschen mit Behinderung zu erreichen. Und dafür setzen wir uns ein. Wir in Rheinland-Pfalz wollen gleichwertige Lebensverhältnisse für alle Menschen. Dazu gehört auch die Förderung von barrierefreien Wohnmöglichkeiten. Liebe Kollegen und Kolleginnen, eine erfolgreiche Wirtschaft, gute Arbeit, nachhaltige Produktionsbedingungen und gleichberechtigte Teilhabe, das bedeutet gutes Leben. Dass die Menschen in jeder Lebenslage faire Chancen haben, wenn nötig auch eine zweite oder eine dritte, dass sie bei uns in sozialer Sicherheit leben können, das ist unser Ziel. Anna Segers, Karl Zuckmayer, Ernst Bloch. Diese Persönlichkeiten, alle drei in Rheinland-Pfalz geboren, stehen beispielhaft für unzählige unserer Landsleute, die vor dem Terror des Nationalsozialismus fliehen mussten. Der Artikel 16a des Grundgesetzes, das Asylrecht, ist nicht zu trennen von solchen Lebenswegen. Wir alle tragen Verantwortung für das Heute. Geschichtsvergessenheit darf niemals die politische Kultur unseres Landes vergiften. Die Landesregierung macht eine wertegeleitete und gleichzeitig eine praktische, an praktischen Fragen orientierte Flüchtlings- und Integrationspolitik. Liebe Anne Spiegel, Flüchtlinge erhalten Schutz, Unterkunft und Versorgung. Diejenigen, die bleiben,
müssen sich integrieren und hierzu auch die Möglichkeit bekommen. Diejenigen, die nach einem rechtsstaatlichen Verfahren nicht bleiben dürfen, verlassen das Land. Idealerweise durch freiwillige Ausreisen, statt durch aufwendige und teure Abschiebungen. Wir halten uns hier schlicht an Verfassungs-, Europa- und Völkerrecht. Das rheinland-pfälzische Lebensgefühl macht doch Folgendes aus. Bei uns werden Fremde zu Freunden. Wir sind überzeugt, Deutschland ist schon lange ein Einwanderungsland. Die Bundesrepublik braucht deshalb ein modernes und effizientes Einwanderungsgesetz. Wir müssen die Einwanderung und Integration in Deutschland endlich politisch steuern und gesellschaftlich gestalten. Meine sehr verehrten Herren und Damen, Faris, einer der Jungen aus der Kita-Gruppe, kommt aus Syrien. Er ist seit letztem Jahr in Rheinland-Pfalz, er spricht schon gut Deutsch und hat sich bestens in die Gruppe integriert. Er hat den anderen von zu Hause erzählt, von den Bomben, dem Lärm, von der Flucht, über das Meer und auch von der Angst der Eltern, dass er seine Freunde vermisst, dass es so kalt hier in Deutschland ist. Jetzt ist sein bester Freund Michael, weil sie beide Fußball lieben. Und für beide ist vollkommen klar, Deutschland wird Europameister. Auch wer Schweizer. Nicht alle Flüchtlinge werden den Wunsch haben, bei uns zu bleiben. Wie damals beim Jugoslawienkrieg. Ich will noch mal daran erinnern, haben viele ihr Herz in der Heimat zurückgelassen. Und sie wollen wieder dorthin, wenn der Krieg vorbei ist. Faris Vater war übrigens Lehrer in Syrien und will sofort zurück, wenn die politischen Verhältnisse sich verbessern. Für uns und für die Flüchtlinge ist es wichtig, dass die Integration gelingt. Egal, wie lange sie bleiben. Die neue Landesregierung hat deshalb in ihrer ersten Arbeitssitzung einen Staatssekretärsausschuss beschlossen, der kontinuierlich an der Integration arbeitet. Wir verknüpfen in der rheinland-pfälzischen Integrationskette die Angebote des Landes mit den Instrumenten der Bundesagentur für Arbeit. Dabei bieten wir auch Kurse zum Spracherwerb und Wertevermittlung an. Es ist an der Zeit, dass der Bund hier endlich ausreichende Angebote schafft. Mit dem Integrationsgesetz nimmt der Bund wichtige Forderungen der Landesregierung auf, wie die Schaffung von 100.000 Arbeitsgelegenheiten, die Verbesserung bei der Arbeits- und Ausbildungsförderung sowie weitere Erleichterungen bei der Vorrangprüfung. Noch immer gibt es Flüchtlinge, die mehr als 18 Monate auf eine Entscheidung über ihren Asylantrag warten und deren Identität bekannt ist. Für diese Menschen wollen wir beim Bund ein dem Flüchtlingsstatus vergleichbares Aufenthaltsrecht erreichen, wenn sie auf ein Asylverfahren verzichten. Eine Altfallregelung schafft Gewissheit für die Betroffenen und entlastet die Behörden. Die Landesregierung macht eine Politik, die den konkreten Bedürfnissen vor Ort in unseren Städten und Gemeinden entspricht. Eine Politik, die die Verantwortung und Interessen unseres Bundeslandes im Rahmen der föderalen Ordnung wahrnimmt. Eine Politik für Zusammenhalt und Chancen, damit Rheinland-Pfalz auch morgen und übermorgen ein modernes, ein weltoffenes Land bleibt. Meine sehr verehrten Herren und Damen, liebe Bürger und liebe Bürgerinnen, Rheinland-Pfalz hat auf diesem Kontinent eine ganz besondere Position, im Herzen Europas nämlich. Und viele Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen tragen Europa im Herzen. Offene Grenzen, die uns das Schengener Abkommen sichert, garantieren Frieden und Wohlstand. Wenn Nationalisten die Grenzen schließen wollen, dann hieße das, dass viele Berufstätige nicht mehr einfach ihrer Arbeit nachgehen könnten. Dass Industriegüter nicht mehr just in time geliefert werden könnten. Dass sich Nachbarn nicht mehr einfach begegnen könnten. Geschlossene Grenzen schwächen unser Land. Ein Zurück zu nationaler Abschottungspolitik
wird es mit dieser Landesregierung deshalb nicht geben. Rheinland-Pfalz braucht die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Ein starkes, vereintes, friedliches Europa ist das Ergebnis langer, harter Arbeit. Das behalten wir auch im Gedächtnis. Und wir begreifen das als Auftrag für die Zukunft. Und das ist auch der Grund, warum Rheinland-Pfalz stets in engen Beziehungen mit Regionen auf der ganzen Welt steht, vor allem mit dem Vierernetzwerk und der Großregion, mit dem Bundesstaat South Carolina, der chinesischen Provinz Fujian und der japanischen Präfektur Iwate. Ein besonderes Beispiel der internationalen Zusammenarbeit ist die Graswurzelpartnerschaft mit der Afrikanischen Republik Ruanda. Wir sind glücklich über diese Freundschaften und wir werden sie weiter pflegen. Die Bundesratspräsidentschaft, die ich ab November 2016 innehaben werde, sowie der Tag der Deutschen Einheit 2017 hier in Mainz bieten gute Gelegenheiten, die hohe Bedeutung Europas für Deutschland erneut deutlich zu machen. Meine sehr geehrten Herren und meine sehr geehrten Damen, wer die IGS in Ludwigshafen betritt, macht einen sichtbaren Schritt in eine andere Welt. Lernen und Lehren 4.0. Für die Schüler und Schülerinnen stehen Tablets, Whiteboards und individuelle Lernprogramme zur Verfügung. Lehrer und Lehrerinnen entwickeln eigene Software für ihren Unterricht. Vor allem zweierlei fand ich bemerkenswert. Erstens die pädagogische Professionalität und unaufgeregte Normalität, mit der digitale Medien dort eingesetzt und genutzt werden. Und zweitens sah ich bei meinem Besuch auch Schüler und Schülerinnen weiterhin mit Heft und Stift in den Händen, mit Büchern und kopierten Blättern. Neue Medien verdrängen dort nicht die alten komplett, sie werden gleichzeitig genutzt. Die IGS Ludwigshafen beteiligt sich seit vielen Jahren am Projekt Medienkompetenz macht Schule, dem Programm der Landesregierung zur Digitalisierung der Bildung. Das werden wir fortentwickeln. Wir haben uns als Koalition gemeinsam vorgenommen, das digitale Lernen zum Standard zu machen. Wir werden die Weiterbildung der Lehrerschaft und die Ausstattung verbessern. Ich möchte, dass Mia, Emma und die anderen aus der Kita-Gruppe das digitale Lernen auch in der Grundschule schon ganz selbstverständlich nutzen können. So wie heute die Kinder in der IGS Ludwigshafen. Wir machen die jungen Leute fit für das neue Jahrzehnt und dafür arbeiten wir. Die Digitalisierung ist für uns niemals Selbstzweck. Sie soll das Leben der Menschen besser machen. In diesem Sinne werden wir sie gestalten. In Rheinland-Pfalz gibt es digitale Dörfer, die Zukunftskonzepte für den ländlichen Raum ausloten. Im Steillagenweinbau ersetzen Drohnen die bemannten Spritzhubschrauber. Mit den vielen Möglichkeiten von Smart Farming werden die Potenziale für die Landwirtschaft genutzt. In Innovationen und Produktionsverfahren sind wir Vorreiter. In Kaiserslautern befindet sich die weltweit erste Industrie 4.0-Anlage und eines von 5 Bundeskompetenzzentren. Unsere Schüler und Schülerinnen, unsere Lehrer und Lehrerinnen sind bundesweit Spitze in Sachen Medienkompetenz. Wir wollen Rheinland-Pfalz zum Musterland der digitalen Vernetzung machen. Die neue Landesregierung wird daher ein Digitalisierungskabinett einsetzen und bis zum Sommer Eckpunkte für eine umfassende Digitalstrategie vorlegen. Digitalisierung ermöglicht gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe. Dazu brauchen wir schnelles Internet für jede und jeden in unserem Land. Wir werden dafür sorgen, dass bis 2018 flächendeckend 50 Megabit Technologiemix im Technologiemix zur Verfügung stehen. In der modernen Gesellschaft wächst der Bedarf an hohen Bandbreiten und das mit rasantem Tempo. Unser Ziel ist daher ein echter Netzinfrastrukturwandel, weg vom Kupfer hin zur Glasfaser und das bis zu jedem Haus. Wir wollen zudem mit unseren Partnern aus den Telekommunikationsunternehmen
aus den Spitzenverbänden, Kammern und Energieversorgern ein Netzbündnis für Rheinland-Pfalz gründen. Mobiles Internet ist heute selbstverständlich. Wir werden 1000 WLAN-Hotspots in 1000 Kommunen und in allen öffentlichen Gebäuden mit Internetanschluss etablieren. Und wir wollen, dass Busse und Bahnen im Internet ausgestattet werden. Und wir freuen uns darüber, dass der Bundestag morgen die Störerhaftung abschaffen wird. Das wird uns weiterhelfen in dieser Sache. Transparenz und Offenheit des Verwaltungshandelns sind Leitlinien unserer Politik. Wir sind das erste deutsche Flächenland mit einem Transparenzgesetz. Wir werden die Transparenzplattform und das Open Data Portal weiterentwickeln. Der Datenschutz und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung müssen gewährleistet sein. Um auf die neuen Bedrohungen besser reagieren zu können, wird Rheinland-Pfalz zudem Datenschutzstellen bei den Staatsanwaltschaften einrichten. Auch der Verbraucherschutz ist ein wichtiges Anliegen. Ein verbraucherpolitischer Schwerpunkt wird natürlich gerade im digitalen Bereich liegen. Für den Bereich der unabhängigen Beratung bleibt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz auch in Zukunft ein wichtiger strategischer Partner. Liebe Kollegen und liebe Kolleginnen, lange Zeit haben wir die Digitalisierung wie einen der üblichen technologischen Fortschritte betrachtet, so wie von der Kutsche zum Auto. Tatsächlich aber befinden wir uns mitten in einer Revolution, deren Auswirkungen neben den urbanen Zentren auch das kleinste Dorf in unserem Land erfasst. In Anbetracht des demografischen Wandels können diese Veränderungen Chancen bieten. Ich verspreche Ihnen, diese Landesregierung wird die Potenziale der Digitalisierung nutzen und unser Land voranbringen. Die Einhaltung der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse ist uns Verpflichtung und selbstverständlich zugleich. Bis zum Jahr 2020, das ist nichts Neues, Herr Schmidt, bis zum Jahr 2020 werden wir den strukturellen Haushaltsausgleich erreichen. Liebe Doris Ahnen, dabei liegt noch ein beachtlicher Weg vor uns. 420 Millionen Euro müssen wir laut Finanzplanung noch erbringen und Mehrausgaben gegensparen. Wir werden bei Sachausgaben, Zuschüssen und Zuwendungen kürzen müssen. Wir werden auch konsequente und qualifizierte Steuerung den Ausgabenanstieg in großen Ausgabenblöcken begrenzen. Bei der Einhaltung der Schuldenbremse ist die gesamte Landesregierung gefordert. Und es wird nicht leicht werden. Aber wir haben die Kraft, in Schwerpunkte einerseits zu investieren, nämlich in Bildung, in Infrastruktur und Digitales. Und gleichzeitig haben wir die Kraft, den Haushalt zu konsolidieren. Ein Wort an unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Landesverwaltung. Ich will Ihnen danken für Ihr motiviertes und für Ihre engagierte Arbeit. Das Land kann man ruhig mal klatschen. Und zwar in allen Bereichen der Landesverwaltung. Das Land Rheinland-Pfalz wird seine Vorbildfunktion als guter Arbeitgeber wahrnehmen und den öffentlichen Dienst wettbewerbsfähig halten. Die gute Arbeit der Landesverwaltung muss sich auch in guter Bezahlung widerspiegeln. Die Regierungskoalition strebt deshalb im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten an, die Abschlüsse der Tarifgemeinschaft der deutschen Länder für die Beamten und Beamtinnen sowie die Versorgungsempfänger und Empfängerinnen zu übernehmen. Wir haben gesagt, dass wir 2000 Stellen in der Landesverwaltung abbauen wollen, 600 davon in den Ministerien und Mittelbehörden. Bei einer Personalausgabenquote von rund 40% ist dies ein unumgänglicher Schritt und auch eine immense Anstrengung. Bestehende Abbaupfade sind in den 2000 Stellen zwangsläufig enthalten. Wir werden auch unseren Verwaltungsaufbau genau anschauen. Dazu gehört es auch zu prüfen, in welchen Bereichen sich durch eine Zweistufigkeit eine effektive Verwaltung realisieren lässt. Die Gewerkschaften sowie Personalvertretungen werden wir in diesen Prozess mit einbeziehen. Der Ministerrat hat bereits beschlossen, eine Steuerungsgruppe einzusetzen. Diese soll konkrete Einsparungen in den einzelnen Personalbereichen festlegen und die Umsetzung begleiten. Wir werden alles daran setzen, Ausgaben verantwortungsvoll zu reduzieren.
Aber wir haben auch zu lösende Aufgaben auf der Einnahmeseite. Aktuell laufen die Gespräche zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Hierzu liegt ein einstimmiger Vorschlag der Ministerpräsidentenkonferenz vor. Wir appellieren an den Bund, diese Einigung rasch gemeinsam umzusetzen. Besonders für Rheinland-Pfalz, aber auch für unsere Kommunen ist hier eine tragfähige Lösung unverzichtbar. Es gibt Kommunen in unserem Land, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, die nennen sich Goldkommunen. Klingenmünster ist so ein Beispiel. Mitten in der Ortsgemeinde an der südlichen Weinstraße liegt das Stiftsgut Kaisersmühle. Als ich den Ort in meiner Sommerreise besuchte, war ich einfach begeistert. Ich fand ein von der UNESCO ausgezeichnetes Naturhotel mit 69 Betten und einem Restaurant vor. Gesellschafterin ist die Bürgerstiftung Pfalz mit einer sozialen und ökologischen Ausrichtung. Von den rund 40 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen leben 14 Menschen mit Behinderung. Klingenmünster wurde im Landeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft mit Gold ausgezeichnet. Jetzt ist es in der Auswahl für den Europäischen Dorferneuerungspreis. Ja, der ländliche Raum in Rheinland-Pfalz hat Zukunft, wenn es die Menschen gibt, die ihn lebendig halten, mit einer Landesregierung im Rücken, die Impulse gibt, die sich auf neue Impulse einlässt, die den Fortschritt mit den Verantwortlichen vor Ort gestaltet. Das gilt im Kleinen, aber auch für langfristig angelegte Vorhaben, wie beispielsweise die Landesgartenschauen oder die Buga 2031 im Welterbe Oberes Mittelrheintal. Rheinland-Pfalz ist geprägt vom ländlichen Raum, von der Vielfalt der starken lokalen und regionalen Identitäten. Unser Ziel ist, dass das so bleibt. Die Landesregierung wird die Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und die Verwaltungskraft der Kommunen auf allen Ebenen stärken. In den kommenden Jahren verfolgen wir dazu die nächste Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform auf der Grundlage eines umfangreichen wissenschaftlichen Gutachtens. Auch die weitergehende Optimierung der kommunalen Gebietsstrukturen haben wir im Blick. Und ich danke der CDU sehr herzlich, dass sie sich daran beteiligt. Ein wichtiges Instrument zur Sicherung dezentraler Versorgungsstandorte ist die zentralörtliche Gliederung. Zentrale Orte übernehmen neben der Versorgung ihrer Einwohner festgeschriebene Versorgungs- und Entwicklungsfunktionen. Das derzeitige zentrale Orte-Konzept wird fortentwickelt. Damit wird die Förderung zeitgemäß und zukunftsfähig. Land und Kommunen arbeiten Hand in Hand. Ein besonderes Anliegen ist für uns daher die finanzielle Ausstattung unserer Kommunen. Die Finanzausgleichsmasse wird auch in den nächsten Jahren stark anwachsen, stärker als die Gesamtausgaben des Landes. Im letzten Jahr konnte die Gesamtheit der Kommunen einen positiven Finanzierungssaldo von 82 Millionen Euro verzeichnen. Ich will das auch nochmals betonen, weil das ist das erste Mal seit Jahren und Jahrzehnten, dass das passiert ist. Der kommunale Finanzausgleich ist seit seiner Reform 2014 um 596 Millionen Euro angestiegen. Das heißt um 29,8% in nur 3 Haushaltsjahren. Wie damals angekündigt, wollen wir den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2017 evaluieren und das wird diese Landesregierung tun. Im Rahmen der Evaluation werden wir die Belastung der Kommunen, die sehr hohe Sozialausgaben und dadurch einen hohen Schuldenstand verzeichnen, ganz besonders berücksichtigen. Auch der Bund muss hier seiner Verantwortung gerecht werden. Wir stehen zum kommunalen Entschuldungsfonds. Interkommunale Kooperation schafft Dörfern und Städten neue Gestaltungsspielräume. Und deshalb wird die Zukunftsinitiativen Starke Kommunen, starkes Land, Kommune mit Zukunft ermöglichen, es auch in Zukunft den ländlichen und städtischen Raum lebendig zu gestalten. In meiner Regierungserklärung im Jahr 2013 habe ich den Kommunen ein Versprechen abgegeben, nämlich dass Land und Kommunen Hand in Hand arbeiten, und ich habe dieses Versprechen eingehalten. Beim Kita-Ausbau haben wir uns geeinigt, bei der Inklusion, bei der Flüchtlingsunterbringung
Und wir haben den kommunalen Finanzausgleich neu geordnet. Und ich erneuere mit dieser Regierungserklärung das Angebot, die Kommunen haben auch in Zukunft den direkten Draht zur Ministerpräsidentin und diese Landesregierung ist offen und bereit, die Probleme der Kommunen gemeinsam zu lösen. Liebe Kollegen und liebe Kolleginnen, für ein gutes Leben brauchen Menschen Sicherheit, soziale Sicherheit, aber natürlich auch den Schutz vor Kriminalität. Rheinland-Pfalz ist eines der sichersten Länder in Deutschland. Lieber Roger Lewenz, wir werden alles dafür tun, dass das auch genauso bleibt in Zukunft. Die innere Sicherheit haben wir vor allem unserer hochprofessionellen Polizei zu verdanken. Ihr Beruf ist sehr fordernd und oft auch sehr gefährlich. Vor Ihrer Arbeit habe ich allergrößten Respekt. Und es ist für mich immer ganz besonders eindrücklich, wenn ich an unserer Hochschule der Polizei bin und die jungen Anwärter und jungen Anwärterinnen erlebe, wie sie mit Teamgeist und Begeisterung sich auf ihren Beruf vorbereiten. Wir setzen bei der inneren Sicherheit deshalb auch einen sehr klaren Schwerpunkt. In den nächsten 5 Jahren stellen wir 2.500 Anwärter und Anwärterinnen bei der Polizei ein, 500 neue Beamte und Beamtinnen jedes Jahr. Ich weiß, dass die Anforderungen an unsere Polizei ständig steigen. Cyberkriminalität, Extremismus, vor allem Rechtsextremismus, islamistischer Terror. Wir werden dem mit einer schlagkräftigen, modern ausgestatteten und präsenten Polizei begegnen. Und es wird zudem eine Stärkung der Bereitschaftspolizei geben, die zu einem Polizeipräsidium Einsatz und Unterstützung aufgewertet werden soll. Ich bin mir bewusst, liebe Kollegen und Kolleginnen, die Bürger und die Bürgerinnen in unserem Land, sie machen sich Sorgen aufgrund der steigenden Zahl von Wohnungseinbrüchen. Ich kann das absolut gut nachvollziehen, weil es schlimm ist, wenn Menschen in die Privatsphäre eindringen. Unsere Polizei arbeitet in allen 5 Polizeipräsidien in speziellen Teams an dieser Herausforderung. Sie intensiviert die Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und auch mit Drittstaaten. Ich versichere Ihnen, die Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität bleibt Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit. Wenn es in einem Haus in Rheinland-Pfalz brennt oder wenn es einen Unfall gibt auf der Straße, Sie sind immer sofort an der Stelle. Auch jetzt bei den Unwetterschäden waren Sie da. In der vergangenen Woche. Feuerwehren, Rettungsdienste, Brand- und Katastrophenschutz. Herzlichen Dank für dieses große, große Engagement. Viele Menschen engagieren sich zum großen Teil auch ehrenamtlich. Wir werden ein stetiges und verlässliches Budget bereitstellen, integrierte Leitstellen fördern und uns mit der Leitstellenstruktur befassen. Meine lieben Kollegen und Kolleginnen, unsere unabhängige Justiz sichert das rechtsstaatliche Zusammenleben unserer Bürger und Bürgerinnen. Naturgemäß ist ihre Arbeit ganz besonders personalintensiv. Unsere Personalplanung berücksichtigt dies, lieber Herbert Mertin. Wir wollen auch weiterhin eine bürgernahe und soziale Justiz. Wir bauen das Angebot an Rechtsantragstellen und anwaltlichen Beratungsstellen aus. Gleichzeitig sichern wir die psychosoziale Prozessbegleitung und stärken Hilfsangebote. Unsere Justiz leistet auch im Bereich des Justizvollzugs einen hervorragenden Beitrag zur Sicherheit in Rheinland-Pfalz. Unser Ansatz ist dabei, je effektiver uns die Resozialisierung gelingt, desto besser können wir Rückfälle verhindern oder vermindern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Jugendlichen und heranwachsenden Tätern und Täterinnen. Auch hier gilt, neue Chancen eröffnen, niemanden zurücklassen. Meine sehr geehrten Herren und Damen, modern ist, wer die Umwelt und das Klima schützt. Zusammenhalt muss sich auch hier zeigen. Und zwar als Gerechtigkeit gegenüber den nachfolgenden Generationen. Der Schutz unserer Umwelt und der Tiere
der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen und die Bewahrung der Schöpfung haben für uns einen hohen Stellenwert. Dafür steht besonders auch Ulrike Höfgen, die leider heute aufgrund eines persönlichen Trauerfalls nicht hier sein kann. Die Landesregierung bekennt sich zum Ausstieg aus der Atomkraft und der Kohleverstromung. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien werden wir auch in Zukunft Spitze bleiben. Für dieses Ziel setzen wir uns auch bei der Novellierung der erneuerbaren Energien, des Erneuerbaren Energiengesetzes ein. Gestern Nacht bis um 12:30 saßen wir zusammen und haben immerhin wichtige Eckpunkte miteinander besprochen. Dabei gilt es, Interessen sinnvoll auszutarieren und tragbare Kompromisse zu finden. In der Energiepolitik bedeutet dies, dass die Planungshoheit über Windkraftanlagen bei den Kommunen bestehen bleibt. Auf der Ebene des Landesentwicklungsprogramms wird die Landesregierung umgehend nachsteuern. Wir haben uns im Koalitionsvertrag auf klare Kriterien für die Aufstellung der Windparks geeinigt. Und wir wollen zudem lokale Bürgerenergiegenossenschaften stärken und große Unternehmen darin unterstützen, nachhaltig zu produzieren. Die Energieagentur setzt auch in Zukunft hier an, berät und unterstützt bei Energieeinsparungen. Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist gelebter Umwelt- und Klimaschutz. Die Landesregierung entwickelt gemeinsam mit den Partnern vor Ort den Nationalpark Hunsrück-Hochwald weiter. Er ist erfolgreiche und gelebte Regionalentwicklung. Wir werden die Beteiligungskultur, von der die bisherige Entwicklung des Projekts getragen war, natürlich auch in Zukunft fortsetzen. Das gilt beispielsweise für die Ausarbeitung eines Wegeplans und den Ausbau der touristischen Infrastruktur. Eine solche Verbindung von Klima, Natur und Umweltschutz, regionaler Struktur- und Tourismuspolitik, auch einer partnerschaftlichen Gemeinschaftsarbeit verschiedener Akteure, ist es, die das Biosphärenreservat Pfälzerwald Nordvogesen so attraktiv macht. Der Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Die Landesregierung wird es zu einer Modellregion für nachhaltige Entwicklung machen. Rheinland-Pfalz ist reich an schützenswerter Natur durch viel Wald, Wiesen und Wasser. Die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie des Landes werden wir weiter vorantreiben. Wir werden im engen Dialog mit den Akteuren des Umwelt- und Naturschutzes die Aktion Grün aufsetzen. Ich bin davon überzeugt, die neue Aktion Grün wird den Natur- und Artenschutz ebenso voranbringen wie die Lebensqualität der Menschen in den Regionen. Beim Atomausstieg geht Deutschland voran. Aber natürlich sehen wir mit Sorge über unsere Grenzen nach Belgien und Frankreich. Auch diese Landesregierung wird sich weiter dafür einsetzen, für eine endgültige Abschaltung der grenznahen Atomkraftwerke. Wir sind auch ganz klar gegen jede Art von Laufzeitverlängerung und die europäische Subventionierung neuer Atomkraftwerke. Meine sehr geehrten Herren und Damen, Rheinland-Pfalz wird den Grundsatz der Nachhaltigkeit in all seinen Facetten verfolgen. Ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit setzen wir in praktische Politik um. Viele von uns sind dienstlich und privat auf gute Straßen, Schienen und Radwege angewiesen. Viele kommen in unser Land, um unsere ländlichen Gebiete zu erkunden. Rheinland-Pfalz braucht also eine gute Infrastruktur. Sie fördert wirtschaftlichen Erfolg und touristische Attraktivität. Sie verbindet unsere Regionen. Für uns sind Straßenverkehr und ÖPNV kein Gegensatz. Gerade die Versorgung und Anbindung der ländlichen Regionen, aber auch die Beweglichkeit in den Städten erfordern einen Mobilitätsmix, den wir umweltschonend ausbauen wollen. Den Ansatz im Landeshaushalt für Investitionen in Landesstraßen und begleitende Radwege werden wir im Rahmen einer Mobilitätsoffensive erhöhen. Zur Umsetzung dieser Vorhaben müssen die Planungskapazitäten des Landesbetriebs Mobilität aufgestockt werden. In der kommenden Legislaturperiode werden wir dafür insgesamt 600 Millionen Euro ausgeben.
Beim Einsatz dieser Mittel gilt der Grundsatz Erhalt von Neubau. Es gilt aber auch, neue Straßen wie beispielsweise Ortsumgehungen in den Blick zu nehmen. Zur Entlastung der Bevölkerung von Lärm und Abgasen und unter Berücksichtigung von Naturschutzbelangen, Flächenverbrauch und Verkehrssicherheit. Die Planung einer Mittelrheinbrücke als welterbeverträgliches kommunales Verkehrsprojekt wird umgehend wieder aufgenommen. Diese Planung wird eingebunden in die Entwicklung eines regionalen Mobilitätskonzeptes und mit der UNESCO erörtert. Im März dieses Jahres hat das Bundesverkehrsministerium mit dem Entwurf für den Bundesverkehrswegeplan 2030 auch seine Entscheidungen für die Projekte in Rheinland-Pfalz vorläufig mitgeteilt. Diejenigen Projekte, die vom Bund als vordringlich eingestuft wurden, werden vom Landesbetrieb Mobilität als Auftragsverwaltung des Bundes umgesetzt. Leider sind etliche für die Regionen wichtige Verkehrsprojekte nicht in den vordringlichen Bedarf aufgenommen. Gegen die niedrige Einstufung der alternativen Güterverkehrsstrecke für das Mittelrheintal im Entwurf des Bundesverkehrswegeplans hat die Landesregierung beim Bundesverkehrsminister ihren Protest angemeldet. Das Land engagiert sich auch weiter, die Realisierungschancen für dieses Projekt zu erhöhen. Und bei aller Freude am heutigen Tag über die Einweihung des neuen Gotthardtunnels gibt es doch Sorge bezogen auf die Perspektive, die längerfristige Perspektive, dass der Güterverkehr zunehmen wird und damit die Lärmbelastung im Mittelrheintal noch extremer werden wird. Die neue Landesregierung wird den ÖPNV mit dem Erfolgsmodell Rheinland-Pfalz-Takt weiterentwickeln und in Qualitätsverbesserungen investieren. Bus- und Bahnangebote sollen stärker verknüpft werden. Gemeinsam mit den Verkehrsverbünden wollen wir die Pünktlichkeit, Attraktivität und Barrierefreiheit der Angebote verbessern. Weiter werden wir uns für die zügige Reaktivierung von Schienenstrecken einsetzen. Das gilt für die Verlängerung der S-Bahn von Zweibrücken nach Homburg unter maßgeblicher Beteiligung des Saarlands, den Ausbau der Weststrecke bei Trier und die Ahrtalbahn südlich von Diez. Und es gilt auch für die Hunsrückbahn. Wir werden weitere touristische Reaktivierungsprojekte überall dort unterstützen, wo auch die Kommunen bereit sind, sich finanziell zu engagieren. Natürlich wird sich das Land auch mit aller Deutlichkeit weiterhin bei der DB AG dafür einsetzen, dass die Anbindungen der rheinland-pfälzischen Oberzentren an den Fernverkehr wiederhergestellt wird, beispielsweise der Stadt Trier. Das ist etwas, was wir nicht akzeptieren können. Unsere Initiative für ein Fernverkehrssicherstellungsgesetz werden wir auf Bundesebene einbringen. Bis 2020 muss sich der Bahnlärm durch leisere Güterzüge halbiert haben. Sonst werden wir uns für ein Fahrverbot lauter Güterzüge einsetzen. Um den Bahnlärm im Mittelrheintal zu reduzieren, beteiligt sich auch die neue Landesregierung freiwillig an zusätzlichen Maßnahmen der DB zur Lärmreduzierung. Viele Menschen sind auch durch Fluglärm belastet. Wir kennen diese Problematik und die berechtigten Sorgen der Menschen. Wir setzen uns für eine Änderung des Luftverkehrsgesetzes ein. Der Fluglärmschutz muss gesetzlich aufgewertet und verbessert werden. Bürger und Bürgerinnen, auch die Öffentlichkeit, sind bei wesentlichen Änderungen der Flugrouten endlich zu beteiligen. Die Potenziale des Fahrradverkehrs sollen im Alltagsverkehr und im Tourismus verstärkt erschlossen werden. Dafür wird ein Radverkehrsentwicklungsplan erarbeitet. Wir alle lieben inzwischen E-Bikes und Pedelecs und sie sind auch eine wachsende Chance, den Anteil des Radverkehrs als umweltfreundlichen Verkehrsträger zu steigern. Um die vielen Akteure im Land einzubinden, wird die Landesregierung einen Mobilitätskonsens 2021 durchführen. In dem breit angelegten Beteiligungsprozess werden Unternehmen, Verbände, Kommunen, Wissenschaft, Gewerkschaften und andere Interessensvertreter über die zukünftigen Mobilitätsanforderungen im Land beraten und Vorschläge entwickeln. Die Landesregierung steht für einen innovativen und ausgewogenen Mobilitätsmix. Er ist vernetzt, umweltfreundlich und flexibel. Mit dem Abzug der US-amerikanischen Truppen aus vielen Teilen in Rheinland-Pfalz
haben Konversionsprojekte eine große Bedeutung für die Infrastruktur in ländlichen Gebieten des Landes gewonnen. Der Flughafen Frankfurt-Hahn ist ein Beispiel dafür. Der Geschäftsbetrieb des Flughafens ist derzeit, wie bei vielen anderen Regionalflughäfen auch, defizitär. Gleichzeitig definieren die im Oktober 2014 erlassenen Luftverkehrsleitlinien der Europäischen Kommission die beihilferechtlich zulässigen Finanzierungsmöglichkeiten des Landes neu. Spätestens ab 2024 müssen Flughäfen auf eigenen Füßen stehen, was aus heutiger Sicht bei der derzeitigen Struktur kaum erreichbar erscheint. Die Landesregierung betrachtet deshalb die Veräußerung des Gesellschaftsanteils des Landes als den einzig richtigen Weg für den Flughafen Frankfurt-Hahn, den Standort und für die Region. Dabei bekennen wir uns weiterhin zum Hahn und sind bereit, die nach den Luftverkehrsleitlinien zulässigen Mittel bereitzustellen. Die Europäische Kommission hat den von uns beschrittenen Weg gebilligt. Insbesondere auch der Verkaufsprozess wurde in enger Abstimmung mit Brüssel durchgeführt. Mit dem Verkauf des Geschäftsanteils des Landes Rheinland-Pfalz an der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, an einen privaten Investor, der in einem europaweiten, transparenten Bieterverfahren im Wettbewerb ermittelt wurde, werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Vorzüge des Hahns besser genutzt werden. Marktkenntnis, Geschäftsmodell und Branchenvernetzung des Investors sollen Vorteile insbesondere bei der Verkehrsentwicklung mit sich bringen. Die vom Bieter im Verfahren vorgelegten Planungen weisen in diese Richtung. Mein Kabinett hat am Montag das Innenministerium ermächtigt, die Vertragsverhandlungen zu einem Ende zu führen und bei Vorliegen aller notwendigen Voraussetzungen den Vertrag beurkunden zu lassen. Die Wirksamkeit dieses Vertrages machen wir aber abhängig von der Zustimmung des Landtags. Wir werden deshalb aus Gründen maximaler Transparenz ein Hahn-Veräußerungsgesetz einbringen. Sobald die vertraglichen Grundlagen dazu fixiert sind, wird die Landesregierung dazu auf die Fraktionen des Landtages zugehen. Sehr verehrte Abgeordnete, liebe Bürger, fragt man junge Menschen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, dann sagen sie ganz häufig, dass sie einerseits gerne Familie möchten und auf der anderen Seite einen guten Beruf. Wir wollen junge Menschen darin unterstützen, sich genau diese Wünsche zu erfüllen. Seit 2011 steigen die Geburtenzahlen in Rheinland-Pfalz wieder langsam an. Und das, finde ich, ist eine gute Nachricht. Rheinland-Pfalz ist Familienland. Familie ist der Ort für Geborgenheit und Zusammenhalt. Hier wird Gemeinschaft lebendig. Wir stehen für ein modernes, für ein vielfältiges Familienbild. Familie ist überall dort, wo Menschen dauerhaft Verantwortung füreinander übernehmen. Die meisten Kinder wachsen in Familien mit Mutter und Vater auf. Die Landesregierung hat alle Formen des Zusammenlebens und alle Generationen im Blick. Unsere Kitas sollen den Bedürfnissen der Kinder und der Eltern entsprechen. Sie sollen Lern- und Begegnungsorte sein und zugleich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Flexiblere Öffnungszeiten und eine gute Betreuung in den Randzeiten helfen Berufstätigen, insbesondere alleinerziehenden Müttern und Vätern. In der Kinder- und Jugendhilfe wird Rheinland-Pfalz als erstes Flächenland eine landesweite Ombudsstelle einrichten. Wir wollen diese Stelle beim Bürgerbeauftragten des Landes ansiedeln. Das ist ein wichtiger Schritt in der Jugend- und Familienpolitik. Mit den gewonnenen Erfahrungen wollen wir dann eine dauerhafte Struktur einrichten, an die sich Kinder, Jugendliche und ihre Familien wenden können. Viele Menschen haben das große Glück, immer älter zu werden. Und das ist schön, das ist ein Geschenk. Eine exzellente Basis für eine gute Unterstützung sind landesweit unsere 135 Pflegestützpunkte. Mit der Gemeinde Schwester Plus bietet das Land ein Hilfsangebot für die vielen hochbetagten Menschen, die noch gar nicht auf Pflege angewiesen sind. Oft suchen sie Rat, wie sie noch länger selbstbestimmt leben können. Aber wir gehen einen Schritt weiter. Wir qualifizieren Beratungs- und Koordinierungsfachkräfte zu persönlichen Pflegemanagern.
Damit entlasten wir all jene, die sich aufgrund der persönlichen und beruflichen Umstände nicht um jedes Detail der Pflege der Angehörigen kümmern können. Denn wenn ältere Menschen plötzlich auf Pflege angewiesen sind, dann zählt eben jeder Tag. Woran erkennen wir moderne Gesellschaften, meine sehr verehrten Kollegen und Kolleginnen? Nicht nur, aber natürlich auch an ihrer Frauenpolitik. Trotz guter Fortschritte bleibt dennoch viel zu tun. Gleichberechtigung heißt gute Arbeitsplätze für Männer und Frauen. Es heißt gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Die Landesregierung unterstützt Frauen, die Führungspositionen anstreben. Denn es muss selbstverständlich werden, dass sowohl Jungen als auch Mädchen ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Leider ist es noch immer eine traurige Wahrheit, dass Mädchen und Frauen häufig Opfer von Gewalt werden. Das bekämpfen wir konsequent und helfen den betroffenen Mädchen und Frauen. Ein Netzwerk aus Frauenunterstützungseinrichtungen wie Frauenhäuser, Notrufe, Interventionen und Frauenhausberatungsstellen bieten flächendeckend eine Anlaufstelle für Betroffene. Und die Hilfseinrichtungen können sich auch künftig auf eine sichere Förderzusage verlassen. Viele Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und intersexuelle Menschen erfahren Diskriminierungen und Benachteiligungen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität. Ein Umdenken ist nötig, denn Vielfalt ist ein Gewinn. Deshalb werden wir die Initiative Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen gemeinsam mit den Interessensgruppen weiterentwickeln und sie bei der Umsetzung der Strategie Vielfalt einbeziehen. Die Landesregierung wird sich auf Bundesebene für die zivilrechtliche Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare einsetzen. Wer den Namen Friedrich Wilhelm Raiffeisen hört, der denkt natürlich an die Genossenschaftsidee. Aber die wenigsten wissen, dass Raiffeisen ein Rheinland-Pfälzer ist. Er stammt aus dem kleinen Dorf Hamm im Landkreis Altenkirchen. Sein Modell lebt nicht nur in der Bankenwelt weiter. In unserem Land gibt es zunehmend Orte, in denen Raiffeisens Genossenschaftsidee fortbesteht. Einer dieser Orte ist die Wohnerei in Kusel. Hier wird die Idee des gemeinschaftlichen Wohnens auf ideale Weise umgesetzt. Generationenübergreifendes Wohnen in einer lebendigen Gemeinschaft, genossenschaftlich organisiert in einem barrierefreien, ökologisch nachhaltigen Bau. In der Wohnerei leben junge, ältere und alte Menschen zusammen und zeigen, dass Modernität eben keine Frage des Alters ist. Ich habe in meiner ersten Regierungserklärung gesagt, es ist meine Vision, dass in jeder Gemeinde in Rheinland-Pfalz ein gemeinschaftliches Wohnprojekt entsteht. Mittlerweile haben wir immerhin über 100 davon im ganzen Land. Und ich bleibe dabei. Den gemeinschaftlichen Wohnprojekten gehört die Zukunft. Auch Pflegewohngruppen und ambulante Wohngemeinschaften können gute Alternativen sein. Dies treiben wir durch die Weiterentwicklung des Programms Wohnpunkt RLP voran. Bezahlbarer Wohnraum ist wichtig. Hier setzen wir einen besonderen Schwerpunkt unserer Regierungsarbeit. Insgesamt sollen in dieser Legislaturperiode gut 20.000 Wohnungen neu in die soziale Wohnraumförderung aufgenommen werden. Die Förderungen sollen darauf ausgerichtet sein, Wohnraum bezahlbar, barrierefrei und generationengerecht zur Verfügung zu stellen. Auch genossenschaftliches Wohnen wird gefördert. Land, Kommunen, Verbände und Unternehmen sind gefordert, stärkere Anreize für die Bautätigkeit im Land zu setzen. Deshalb arbeiten wir im Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen an dieser wichtigen Aufgabe. Gerade im ländlichen Raum ist die Sicherung der gesundheitlichen Versorgung ein zentrales gesundheitspolitisches Ziel. Unsere Krankenhausplanung richtet sich nach Erreichbarkeit, Qualität und Bevölkerungsentwicklung. So erhalten wir flächendeckend die medizinische Versorgung. Unsere Krankenhäuser werden mit den notwendigen Investitionsmitteln ausgestattet. Bis zum Jahr 2020 stehen insgesamt 134 Millionen Euro zur Verfügung. Das sind 15 Millionen Euro zusätzlich. Und darüber hinaus bis 2019
landesseitig mindestens 24 Millionen Euro mehr für die Umstrukturierung von Krankenhäusern. Klar ist, eine gute medizinische Versorgung darf keine Frage des Wohnortes sein. Unsere Universitätsmedizin in Mainz bietet gemeinsam mit den Lehrkrankenhäusern Forschung, Lehre und Krankenhausversorgung auf höchstem Niveau. Wir werden sie weiter engagiert unterstützen. Meine sehr verehrten Kollegen und Kolleginnen, ein starkes Land, eine starke Demokratie geht nur mit einer solidarischen und engagierten Bürgerschaft. Dazu gehört natürlich das Mitmachen, das Mitreden, das Mitbestimmen. Jakobs Vater ist Fußballtrainer, obwohl Jakob lieber Karate macht. Bens Eltern helfen in Flüchtlingsheimen jeden Samstag. Luans Oma war früher Musiklehrerin und sie gibt jetzt Klavierunterricht in ihrer Kirchengemeinde. Diese Liste könnte sich endlos fortsetzen. Die Hälfte aller Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen arbeitet ehrenamtlich. So viele wie in gar keinem anderen Bundesland. Mit der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in der Staatskanzlei werde ich auch künftig das Ehrenamt weiter stärken. Wir werden das bewährte Informations- und Serviceangebot beibehalten und ausbauen. Mein Augenmerk geht besonders den Vereinen. Sie sind eine große Stütze des Ehrenamts, trotz mancher Herausforderungen. Und mit unserer Initiative Ich bin dabei erreichen wir darüber hinaus zurzeit 1600 Menschen. Die Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen haben in den vergangenen beiden Jahren mit Engagement für die Flüchtlinge ein ganz großes Zeichen der Solidarität gesetzt. Auch dafür will ich mich sehr herzlich bedanken. Und auch die haupt- und ehrenamtliche Arbeit der Menschen im Sport ist uns besonders wichtig und erwähnenswert. Sowohl der Leistungs- als auch der Breitensport ist ein bedeutender Faktor für unser Land. Der Sport leistet einen großen Beitrag zur Gewalt- und Rassismusprävention und er stärkt vor allem insgesamt die Gemeinschaft. Es ist mir ein besonderes Anliegen, all denjenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, zu danken. Und zwar hier an dieser Stelle, im Namen aller, denke ich, ein ganz, ganz großes herzliches Dankeschön an Sie. Und ich tue das als Ministerpräsidentin beispielsweise auch durch den landesweiten Ehrenamtstag mit vielen Akteuren oder die Ehrenamtskarte, die als Erfolgsgeschichte eingeht inzwischen in unserem Land und die Kommunen und uns die Möglichkeit der besonderen Wertschätzung gibt. Aber ich möchte auch sagen, dass viele Menschen einfach so ihr Ehrenamt begleiten. Die Arbeiten der Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung in der vergangenen Legislaturperiode haben gezeigt, dass das Land in Sachen Beteiligung bereits gut aufgestellt ist. Und weitere konkrete Schritte müssen folgen. Dazu gehört der Abbau von Hürden für Volksbegehren und Volksentscheide. Und damit verbunden die Absenkung der Quoren. Ich werde erneut auf die Opposition zugehen, mit dem Ziel, hierfür die notwendige Mehrheit im Landtag zu erreichen. Und ich appelliere auch an dieser Stelle, verschließen Sie sich nicht der Modernisierung unserer Demokratie. Dazu gehört auch die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. So halten wir die Demokratie lebendig und auf der Höhe der Zeit. Zu einem starken Land und einer starken Demokratie gehören freie und unabhängige Medien. Wir dürfen es nicht unwidersprochen lassen, wenn Journalisten als Lügenpresse diffamiert werden. Öffentlich-rechtliche und private Radio- und Fernsehsender, Verlagshäuser, Nachrichtenmagazine und Blogs tragen zur Meinungsbildung und zur Meinungsvielfalt bei. Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt ein besonderer Informations-, Bildungs- und Kulturauftrag zu. Dieser muss auch in der digitalen Medienwelt erfüllt werden. Wir wollen den Medienstandort Rheinland-Pfalz weiterentwickeln. Deshalb setze ich mich
auf allen Ebenen als Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder dafür ein, die Medienvielfalt auch in der digitalen Welt zu sichern. Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kollegen und liebe Kolleginnen, der Fortschritt ist gar keine Schnecke. Die Themen wechseln rasant. Ein Ereignis, eine Innovation, eine Schlagzeile löst die andere ab. Rheinland-Pfalz wandelt sich, die Welt wandelt sich. Aber sie wandelt sich seit jeher, nur die Geschwindigkeit hat sich erhöht. Manche Menschen fühlen sich verunsichert. Ich sage, in dieser Dynamik liegt Potenzial. Wir Politiker und Politikerinnen haben die Aufgabe, den Wandel zu gestalten, Veränderungen zu Fortschritt zu machen, sie zum Vorteil für Menschen zu nutzen. Das ist unsere Aufgabe. Mit Freude voran in die Zukunft. Das ist meine und das ist unsere Politik. Dem Landtag kommt nach unserer Verfassung eine besondere Rolle zu. Als Regierungschefin bin ich dem Parlament verantwortlich. Ich wünsche mir eine konstruktive Zusammenarbeit. Lassen Sie uns engagiert um die besseren Argumente und Lösungen streiten. Ich bin mir sicher, wenn wir so unserer Verantwortung gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen gerecht werden, dann zeigt sich die Demokratie von ihrer besten Seite. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, noch einmal, Mia, Emma und Ben, Faris, Michael und Elmen, ihre Lebensgeschichten, sie stehen exemplarisch für die Vielfalt und die Vitalität unseres Landes. Die Kinder, die Eltern oder Erzieher und Erzieherinnen haben mir ihre Geschichten erzählt in den letzten Monaten an vielen verschiedenen Orten in Rheinland-Pfalz. Ich kenne dieses Land und ich kenne seine Menschen. Und Sie wissen, ich halte die Balance. Die Bürger und Bürgerinnen können sich auf mich verlassen. Ich werde auch in Zukunft eine Ministerpräsidentin für alle Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen sein. Auch für diejenigen, die keiner der Koalitionsparteien ihre Stimme gegeben haben. Auch ihre Meinung ist mir wichtig. Auf dem Weg in die Zukunft. Mit klarem Blick und mit offenem Herzen werde ich Rheinland-Pfalz in das nächste Jahrzehnt führen. Mit Haltung und mit Zusammenhalt in dieser Zeit und in diesem Land. Herzlichen Dank. Ich darf weitere Gäste im Landtag begrüßen, zumindest die letzte halbe Stunde der Regierungserklärung mitverfolgen konnte. Eine weitere Klasse des Gymnasiums Mühlheim-Kärlich und Bürgerinnen und Bürger
aus dem Wahlkreis 1 Betzdorf-Kirchen. Seien Sie herzlich willkommen im Landtag. Verbleibt mir noch, Sie für die dritte Plenarsitzung am morgigen Donnerstag, den 2. Juli, für 9:30 Uhr einzuladen. Damit ist die Sitzung geschlossen. Vielen Dank.